Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese schönen Blümchen häkeln könnt. Die könnt ihr gut als Accessoire nutzen für zum Beispiel ein Kleidchen, für Schüchen, für ein T-Shirt. Ich zeige euch das gleich mal eben an einem T-Shirt, was ich auch gerade fertig gehäkelt habe. Ja, es ist wirklich ganz einfach, vor allen Dingen geht das ganz, ganz schnell zu häkeln. Zeigen tue ich euch dieses Blütenblatt hier oder diese Blume mit 5 Blättern. Diese ist genauso einfach. Also hier starten wir mit 9 festen Maschen und bei dieser Blume, das hat ein Blütenblatt mehr, würde man mit 12 festen Maschen starten. Ich schreibe euch auch noch alles in die Beschreibung. Guckt da ruhig immer rein. Was ich euch auch am Ende noch mal eben gezeigt habe, hier kann man dann auch noch in dieses einfarbige entweder einen Knopf reinnähen oder schön sind Perlen, wenn man die hier mit reinnäht. Ja, wie gesagt, für ein T-Shirt sieht das auch schön aus. Ich zeige euch das mal eben kurz. Ich drehe mal die Kamera ein Stückchen hoch. Also hier hatte ich, das hatte ich gerade fertig gemacht, wenn man das dann hier als kleines Accessoire noch hier oben dran näht oder wie gesagt, wenn man Stiefelchen häkelt, an die Seite hier anbringen und das ist auch nicht so groß. Ihr seht das, wie das in der Hand liegt. Ja, also ganz schnell gemacht, ganz toll. Und wie gesagt, wenn ihr das mit 2 Farben haben wollt, ihr könntet ja auch eine Sonnenblume daraus machen. Ihr müsst nur die entsprechenden Farben nutzen, wie gesagt. Und hier mit diesen 2 Farben einfach die festen Maschen in einer Farbe ruhig abschneiden, vernähen den Faden und dann hinterher neu anschlingen. Dann habt ihr hier auch keinen Farbunterschied und dann mit der 2. Farbe starten. Also ich schreibe euch nochmal die Luftmaschen, die ihr benötigt, einmal für diese 6 Blätter und für die 5 Blätter in die Beschreibung. Guckt da ruhig rein, dahinter lasse ich euch alle Informationen auf jeden Fall. Ja, und jetzt legen wir aber los und dann sage ich mal viel Spaß beim Häkeln. Da fällt mir gerade ein, eine Information fehlte noch und zwar die Nadelstärke, mit der ich hier gearbeitet habe. Ich habe hier mit einer 3,0 großen Häkelnadel gehäkelt. Das könnt ihr natürlich mit jeder Wolle, mit jeder Stärke machen, wie ihr das möchtet. Wenn die größer ist, dann wird die Blume natürlich auch größer. Und wenn ihr noch eine kleinere Nadel nehmt, dann wird die Blume natürlich auch kleiner. Und verwendet habe ich hier so ein reines Baumwollgarn. Das bietet sich hier ganz gut an. Aber das könnt ihr wirklich mit jeder beliebigen Nadel und mit jeder beliebigen Wolle auch machen. Je nachdem, was ihr daraus machen wollt und wie groß das werden soll. So, jetzt geht's aber wirklich los. Für unsere kleine Blume starten wir jetzt mit einem Fadenring, den man hinterher auch weiter zuziehen kann. Und zwar, wir legen uns den Faden. Wir wickeln ihn einfach so um den Finger. Ups, jetzt ist er weg. Ihr wickelt den einfach so um den Finger. So, das Ende muss ein bisschen länger sein, so, damit wir hinterher auch daran ziehen können und damit wir jetzt hier drumherum häkeln können. Und zwar, ihr nehmt jetzt einfach, also ihr habt den Faden so um den Finger gewickelt, ihr nehmt mit der Nadel den Faden jetzt hier raus. Der bleibt auf dem Finger am besten. Und jetzt holen wir uns einmal, häkeln wir hier einmal hier durch wie eine Luftmasche. So. Dann haben wir das schon mal hier fest und jetzt können wir den Faden so festhalten. Ganz wichtig ist, wir häkeln ja jetzt hier dran entlang. Beide Fäden, auch dieser, den wir hier ein bisschen länger gelassen haben, die werden beide zusammen entwickelt, denn hinterher zieht man an dem und zieht das dann kleiner. So, wir häkeln jetzt feste Maschen und zwar 9 Stück, also um diese Fäden drumherum. So, jeder auf seine Art. 9 feste Maschen. Wichtig ist, dass um beide Fäden gehäkelt wird. Sowohl dieser Kreis wie auch dieser lose Faden hier. Um beide Fäden muss gehäkelt werden. 2 hatten wir, genau. 3. 4. 5. 6, 7, 8 und
9. Daraus entstehen dann 5 Blütenblätter. Wenn ihr 6 haben wollt, dann müsstet ihr 12, 3 mehr, immer 3 mehr feste Maschen häkeln. So, wir müssen das jetzt hiermit verbinden. Dafür, wir ziehen das aber noch nicht ganz stramm. Ihr zieht jetzt an diesem Faden, der hier lose ist, ein bisschen so zusammen. Damit wir noch weiterhin gut hier arbeiten können, ziehe ich das, also viele ziehen das jetzt auch schon ganz, ganz stramm. Dann hat man die Maschen, sieht man dann nicht mehr so gut. Ich ziehe das dann nachträglich nach. Also wir ziehen jetzt wirklich nur so viel, wie sein muss. Dann bleibt hier noch ein kleines Löchchen. Das macht aber nichts, denn zum Schluss können wir das immer noch zusammenziehen. Ich lasse jetzt den Faden einfach hier unten hängen. Den beachte ich gar nicht mehr. Und jetzt verschließen wir. Wir haben jetzt 9 feste Maschen in diesen Ring hier gehäkelt. Und wir verschließen jetzt mit einer Kettenmasche hier in die erste feste Masche. So. Und jetzt sieht man die Maschen ganz gut. Wir ziehen es nicht weiter zu. Jetzt geht's weiter. Wir häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und ab jetzt häkeln wir doppelte Stäbchen. Doppelte Stäbchen, das heißt zweimal den Faden hier drum wickeln. Und jetzt gehen wir, ups, da ist mir ein Faden verloren gegangen, direkt hier in diese Einstichstelle. So, ziehen durch 2 Schlaufen, wieder durch 2 Schlaufen und noch einmal durch 2 Schlaufen. Das sind die doppelten Stäbchen. Wir wickeln wieder zweimal den Faden drum in dieselbe Einstichstelle. Und wenn wir jetzt schon eng gezogen hätten, dann könnte man das hier kaum noch erkennen. Deswegen mache ich das auf jeden Fall immer ganz gerne so, dass ich das erst nachträglich dann zuziehe, den Fadenring. So, wir haben das zweite doppelte Stäbchen. Das erste ist ja diese Luftmaschenkette. Wir machen noch ein doppeltes Stäbchen, immer noch in dieselbe Einstichstelle. So, wieder durch 2 Schlaufen. Nochmal durch 2 Schlaufen ziehen und durch die letzten 2. Dann, wir haben jetzt 3 doppelte Stäbchen, schließen wir jetzt ab, so wie wir gestartet sind, und zwar mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und gehen jetzt aber in die darauf folgende Masche. Jetzt müsst ihr hier ein bisschen gucken, aber hier sieht man das noch, wie gesagt, weil wir es ein bisschen offen gelassen haben, in die darauf folgende Masche und häkeln eine feste Masche. Nicht zu locker, sondern könnt ihr euch die Arbeit so ein bisschen hier rüberziehen. Das ist unser erstes Blütenblatt. Hinterher zieht sich das alles noch schön mehr zusammen, wenn wir dann an dem Faden gezogen haben, aber das wirklich erst ganz zum Schluss. So, wir haben jetzt hier unsere feste Masche in die darauffolgende Masche. Jetzt starten wir wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, und es geht dann wieder mit doppelten Stäbchen weiter. Wir wiederholen diesen Vorgang jetzt immer wieder. Doppelte Stäbchen in die darauf folgende Masche. Wir sind hier gestartet, jetzt gehen wir in die darauf folgende Masche und in dieselbe Einstichstelle kommen jetzt wieder 3 doppelte Stäbchen. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 in dieselbe Einstichstelle. 3 doppelte Stäbchen. So, und dann wieder, genau wie bei der anderen Blüte, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und wir beenden die Blüte in die darauf folgende Masche, da müssen wir mal ein bisschen gucken, hier mit einer festen Masche. So, wir schieben uns die Arbeit ein bisschen zur Seite und schon ist das Blütenblatt fertig. Das sieht dann erst immer so aus, keine Angst, als ob hier eine Lücke entsteht, tut es aber nicht, man schiebt sich das dann so zurecht. So, und wir starten wieder von hier aus mit 1, 2, 3 Luftmaschen. Wir gehen mit einem doppelten Stäbchen wieder in die darauf folgende Masche und häkeln in diese eine Einstichstelle 3 doppelte Stäbchen. 1, 2 und 3. Ich hoffe, ich habe eben nicht doppelte Maschen gesagt. Doppelte Stäbchen meine ich natürlich. So, die 3 doppelten Stäbchen sind drin. Das war die Luftmaschenkette. Und jetzt folgt wieder die Luftmaschenkette. 1, 2, 3. Und wir häkeln in die nächste Masche
eine feste Masche und beenden dieses Blütenblatt. So, Blütenblatt Nummer 3. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Also es wiederholt sich jetzt immer wieder. Dann doppelte Stäbchen in die darauf folgende Masche. So, insgesamt 3 Stück in eine Einstichstelle. 3 doppelte Stäbchen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und wieder in die folgende Masche. Ihr könnt da ein bisschen ziehen, wenn ihr es nicht genau seht. Jetzt sieht man, hier waren wir drin und hier beenden wir das Blütenblatt mit einer festen Masche. So, ziehen uns die Arbeit wieder ein bisschen rüber. Blütenblatt Nummer 4. Und jetzt kommt das letzte. Das sieht erst immer so aus, als ob es nicht mehr passt, aber genauso muss das aussehen. Hier ist jetzt noch eine Masche frei, denn wir verschließen gleich hier. Das heißt, wir starten wieder genauso. 1, 2, 3 Luftmaschen. Wir häkeln unser doppeltes Stäbchen bzw. 3 Stück in die darauf folgende Masche. Diese eine, die hier noch zwischen ist. So, ein doppeltes Stäbchen, dann das zweite doppelte Stäbchen und das dritte doppelte Stäbchen. So, und auch hier enden wir mit 1, 2, 3 Luftmaschen und gehen jetzt in diese erste Einstichstelle, verschließen mit einer Kettmasche. So, schneiden unseren Faden ab. Gleich ziehen wir alles noch stramm. Ich ziehe den Faden jetzt einfach hier raus. So, und jetzt haben wir noch diesen Anfangsfaden. Also ihr könnt das natürlich auch so lassen, wenn es euch gefällt, mit diesem Loch in der Mitte. Ich ziehe das jetzt nachträglich stramm, damit hier nicht so ein großes Loch ist. Und wir haben unsere Blüte. Ich finde das ganz nett so. Das geht vor allen Dingen wirklich ganz schnell, ist ganz einfach. Und dadurch, dass man den Fadenring erst nachträglich zuzieht, hat man hier wirklich die Möglichkeit, die Maschen auch besser zu erkennen. Was man auch machen kann, diese ersten festen Maschen in einer Farbe und die Blätter dann in einer anderen Farbe. Oder was man auch schön machen kann, jetzt hier einen Perlenknopf reinnehmen. Dann hätte man hier noch in der Mitte noch mal so ein Farbklecks. Ja, jetzt vernähen wir noch eben die Fäden. So, wir sind dann fertig mit unserer kleinen Blume. Ich habe hier hinten dann die restlichen Fäden vernäht. Als Tipp noch, was ihr Schönes machen könnt. Ihr könnt jetzt hier noch Knöpfe in die Mitte einnähen. Ganz schön sind auch so Perlenknöpfe, dass hier gar keine Löcher vorne sind, sondern die werden ja dann hinten, haben die hier so einen Haken, dann werden die von hinten vernäht. Also Perlen, was auch immer ihr hier reinnähen möchtet oder wie ich zu Beginn schon gezeigt hatte. Diese Blume ist natürlich auch sehr schön. Die wird genauso gehäkelt, nur dass ihr einfach diese festen Maschen in dem Ring mit einer anderen Farbe häkelt. Dann befestigt ihr das, schneidet den Faden ab und schlingt einfach neu an mit der neuen Farbe. Also da ist auch nichts bei im Grunde genommen. Was dann schön ist, ihr könnt diese Blümchen schön für Schürchen benutzen. Also die sind ja jetzt auch nicht so groß, wenn ihr das so in der Hand seht. Oder ich habe hier mal ein T-Shirt gehäkelt. Das habe ich noch gar nicht eingestellt. Das kommt noch, wenn man das dann so als kleines Accessoire oder auf einem Kleidchen mit dabei macht. Ist das doch ganz nett, finde ich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos von mir. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!